Ich, Egon Schmidt, der Autor von diesem Buch, bin ja auf der einen Seite ein spiritueller Mensch, ständig auf der Suche und um die Wahrheit bemüht, auf der anderen Seite ein technisch-wissenschaftlicher Mensch, vom Beruf wegen her Informatiker. Im Zuge meiner Heilausbildungen habe ich mich auch damit beschäftigt, Aura zu sehen. Und Aura zu sehen heißt ja automatisch auch Chakren zu sehen. So kam es, wenn man ein Thema stark verinnerlicht hat, dann halt man ja dieses Thema aus, und was man ausstrahlt, zieht man auch wieder an. So kam es, dass die ganze Zeit lang Menschen zu mir kamen, die ein Aura-Bild haben, eine Aura-Fotografie. Aber zu keinem Zeitpunkt hat das, was die Menschen auf ihrer Aura-Fotografie hatten, mit dem, was ich sehen konnte, übereingestimmt. Damit ist mir dann richtig bewusst geworden, eine Aura-Fotografie ist zwar kein Unfug, aber nur eine Momentaufnahme. Und die Momentaufnahme kann er innerhalb von einer Sekunde ein Wort, eine Berührung, ein Eindruck, eine Frequenz, ein Klang dramatisch anders sein. Und deshalb die Aura dauerhaft zu sehen und vor allem zu sehen und zu erkennen für Aura und Chakra, wie wirkt sich was aus, wie wirkt sich ein Mensch aus, wie wirkt sich ein Medikament auf dich aus und all die Dinge habe ich mich damit beschäftigt und habe mir auch eine Aura Video Station geholt. Das heißt, damit macht man ein Aura Video. Das ist hochinteressant, weil man zum Beispiel ein Medikament in seine Aura einführen kann, sich quasi auf Tumorstöße legen und sehen, was macht das mit dem Körper. Und wenn man ein Mensch betritt dein Feld, legt deine Hand auf deine Schulter, wie ändert sich die Aura? Oder wenn man einen Gang oder ein Lied laufen lassen kann und gucken live auf seinem Video, wie sich die Aura ändert. Im Zuge dieser Experimente, Aura-Videos, das heißt aufzeichnen, was sich wie bei welchem Mensch auf die Aura, auf die Chakren auswirkt, bin ich zu der Erkenntnis gestoßen, dass Chakren aber immer und für alle Menschen die Aura und die Chakren stabilisiert, damit das Energielevel erhöht, Blockaden beseitigt und insgesamt die Lebensqualität dramatisch steigert. Und weil ja nicht jeder Mensch zu mir zu einer Aura-Video-Session kommen kann, einmal aus zeitlichen Gründen, weil ich ja auch einen Job habe und Familienvater bin, einmal aus geografischen Gründen, weil kaum einer 100, 200, 500 Kilometer fährt für ein Aura-Video, habe ich mich entschlossen, alles, was ich mit Chakren weiß, wie man seine Chakren balanciert und damit seine Aura stabil macht und Lebensqualität steigert, in diesem Buch zusammenzufassen. Ja, das ist der Hintergrund, die Entstehungsgeschichte dieses Buchs. Natürlich ist mir bewusst, dass es verschiedene Chakren-Modelle gibt, 7, 9, 12 und so weiter. Ich habe mich halt mal hier in diesem Buch an das meist verbreitete, an das 7-Chakren-Modell gehalten. Ich bin mir aber bewusst, dass man durchaus auch ein 9- oder 12-Chakren-Modell als ernsthaft und seriös und wahr annehmen kann. Aber ich kann ja nicht noch mehr Verwirrung stiften. Darum habe ich das Buch danach ausgerichtet, auf das Mainstream-Chakren-Modell der 7-Chakren. Kurzum, das Buch kann euch sehr, sehr die Lebensqualität steigern, kann euch sehr, sehr das Leben verbessern, weil intakte, balancierte Chakren immer dein Energielevel steigern und verbessern. Und wenn du ein Energielevel, damit deine Ausstrahlung gestärkt und verbessert hast, ist auch nicht so leicht, dass irgendein Scheiß in dich reinkommt. Das heißt also Fernseher oder vom Chef oder irgendeine Redewendung oder dass du zu viel darauf gibst. Ah, die Nachbarin hat gesagt, das geht einfach an dir vorbei. In einem intakten, starken Energiefeld ist es doch egal, was die Nachbarin sagt. Sie darf doch sagen, was sie will. Es ist doch frei. In diesem Sinne möchte ich euch empfehlen, um das Herz zu legen.
holt dieses Buch. Mit holen ist aber nicht getan. Lest es, beherzigt es und macht Chakrenarbeit so lange, so tief und so gut, bis es gut beherrscht und euer ganzes Leben mit intakten, balancierten Chakren hängen kann, weil damit wird alles schöner, leichter, erfolgreicher. Dinge, die vorher noch unerreichbar sind, erreichbar scheinen, unerreichbar sind, ist eine andere Geschichte, werden durch balancierte Chakren plötzlich leicht erreichbar. Also, mein Tipp an euch, nehmt teil an dieser Erfahrung, holt das Buch, verinnerlicht es und verbessert euer Leben. In diesem Sinne, danke, danke, danke. Gerhard Berghold, der Autor, Egon Schmidt.